come and get it. Hallo Leute, hier ist mal wieder euer Peter Mupfel mit einem neuen Special Report von GTA Online. Guck mal, wir machen den Money Glitch mit einem einfacheren Ende. Und zwar, das ist passiert, nachdem wir da tausendmal wieder rumprobiert haben mit dem spontanen Rennen. Bei uns klappt es einfach nicht mit den anderen Versionen, wenn wir beim Rennen zum Beispiel, auch, also der Spatenkampf ruft ein Rennen auf, nur mal als Beispiel, ich will beitreten, auch wenn das geschlossen ist auf der Xbox, wenn man dann beitritt, tritt man bei, man ist dann da drin, man wird also nicht zurückgeschmissen wie auf der PlayStation 4 und deshalb arbeiten wir hier immer noch mit mit dem spontanen Rennen, was aber auch funktioniert, wie ihr gleich sehen werdet. Und da haben wir ein einfacheres Ende übernommen, das ich übrigens bei World Finest Gamer gesehen habe. Und das haben wir hier einfach eingebaut und das hat auch funktioniert. Und das fand ich jetzt so geil mit dem unsichtbaren Auto, mit dem Hindernis über die Straße rutschen und Spatenkampf fliegt, dass ich gesagt habe, das machen wir mal zum Anfang rein von dem Video. Geklappt hat es übrigens beim Spatenkampf das erste Mal und da haben wir das auch aufgenommen und zum Schluss ist die Aufnahme und die Ansicht vom Spatenkampf 35. Okay, gehen wir mal rüber zum Glitch. So wie ihr noch aus dem letzten Video wisst, muss ich jetzt das Interaktionsmenü rausholen, gehe auf spontanes Rennen und muss dann alle Spieler in der Reichweite einladen und dann auf Starten gehen. Starten ist natürlich jetzt negativ untermalt und da drücke ich jetzt A und beziehungsweise bei der PlayStation XXXXX. Spatenkampf ist rangefahren, bevor der Schild kommt, drückt er A und dann, wenn der Schild kommt, auch wieder A und da ich ja laufend spamme, startet das Rennen und er fährt rein zur gleichen Zeit. Das ist der Glitch eigentlich. Und jetzt sind wir da und gucken uns blöde an. Nein, Spatenkampf hat jetzt gerade das Rennen beendet, beziehungsweise hat die Versicherung angerufen und hat sein Auto wieder bestellt. Ich fahre los und hole sein Auto. Was wir dann später auch geändert haben, habe ich auch im Video von World Finest Gamer gesehen. Da gibt es eine Version, da geht man dann in Simon, in, also holt das Handy raus, holt Simon, Martin, Gerald und wie die heißen, nimmt da eins an und eine Mission geht wieder raus mit B und dann ist der Wagen auch da gespawnt. Es funktioniert auch auf der Xbox One. Wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt den Wagen gebracht. Jetzt sehen wir die Ansicht von Spatenkampf. Weil es bei mir nicht so auf Anhieb geklappt hat, haben wir seine Ansicht übernommen oder genommen und er fährt jetzt einfach rein, ohne zu drücken, wird er in die Garage rein, ja, katapultiert. Ne? In der Garage geht er auf Start und dort auf A und dann auf diese Viereckchen und dann wartet er und guckt, ob da sein Wagen gespawnt wird draußen. Und da sieht er, sein Wagen ist da. Der ist auf der Straße gespawnt worden, obwohl er doch gerade in die Garage gefahren ist. Also geht er aus dem Menü raus, wechselt den Wagen, mit dem er jetzt reingefahren ist, gegen einen Karin Rebell aus und kommt wieder aus der Garage raus. So, jetzt ist er da. Das ist das vereinfachere Ende und da steht jetzt sein Wagen. Das haben wir Rockstar zu verdanken, weil nach dem Patch und dem Hotfix, den sie uns reingeknallt haben, funktioniert das jetzt so. Noch einfacher, Dankeschön. Und wie gesagt, er nimmt dann jetzt sein Auto und fährt das jetzt auch in die Garage rein. Ja, ich weiß nicht, was er da macht. Holt er sich Zigaretten oder träumt eine Runde in die Garage fahren? Ja, genau. Danke. Jetzt muss er natürlich A auswählen und muss einen Karin Rebell opfern. Und das macht er natürlich gerne, weil dafür haben wir jetzt den Albani Buganier verdoppelt. Da steht er. Wunderbar, so einfach ist es. Um den Glitch jetzt wieder abzuschließen, ist genau dasselbe wie das letzte Mal. Er fährt mit dem Originalwagen wieder in die andere Garage. Übrigens braucht man für den Glitch nur zwei Garagen. Und also wie er jetzt funktioniert, zumindest auf der Xbox One, aber ich gehe davon aus, dass er so natürlich auch auf der PlayStation 4 geht.
Und er fährt ihn jetzt in die Originalgarage. Was heißt Originalgarage? Da, wo der Wagen ursprünglich gestanden hat. Und wechselt den wieder aus gegen den Karin Rebell und hat den Urzustand wieder erreicht und könnte den Klitsch dann wieder von vorne machen. Was wir dann auch getan haben, aber das zeige ich euch natürlich nicht, weil ich will euch ja nicht langweilen. So, das ist die jetzige momentane Variante, die funktioniert auf der Xbox One. Bin raus, tschüss.